Willkommen zurück zur Let's Play Call of Duty. Letzten Part sind wir im Damm rumgeschlichen und haben ganz schön viele Gegner erschossen für einen Mann. Jetzt sollen wir hier die Generatoren zerstören. Das versuchen wir auch. Ich muss aber den Ton ein bisschen. So. Der Ton war jetzt gerade voll laut, Mann. Ah, da war, ich hab's doch gewusst. Ich habe dich doch irgendwie gesehen. Ich glaube, ich war in dem Friedhof. Es gibt einen Friedhof Nordfrankreich. Wenn das dieses Elfenbeinmuseum ist, wo diese ganzen Gräber von Dingsen. Ja, ich weiß nicht mehr, aber da waren schon mindestens so ein Haufen Gräber. War ich mit Klassenvater hin. Eigentlich ein Ort, den ich finde, man sollte ihn besuchen, das Elfenbeinmuseum. Heißt das, glaube ich. Irgendwo in Frankreich. Ist aber nicht so weit. Ich muss das nochmal lesen, wenn diese Anzeige kommt. Oh, warte, du warst da hinten. Das meine ich, ne? Die Leute spawnen erst, wenn man da hingeht. Ah ne, ich habe ihn wirklich getroffen. So, jetzt müssen wir das ganze Zeug in die Luft jagen. Einmal 1, 2, 3 und 4. So, jetzt können wir das Gebäude schön in die Luft jagen. Panzerabwehrgeschütze kann man auch gleich machen, wenn wir schon da hier sind. Ah, das einmal. Ah, oh Mist. Den habe ich ja noch so gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Nur die Toten haben das Ende des Kriegs gesehen, Plato. Also, ist es nicht schlecht, diese Sprichwörter. Einige Sprichwörter, die der ein oder andere Dichter erzählt, ist ein bisschen komisch. Nein. Ich weiß ja nicht, ob das alles Dichter sind. Ab und zu mal ist das auch ein General dabei, der irgendwas geschrieben hat. Ah. Was? Was war das denn? Oh. Ach, da hinten. Mann, ihr habt sie doch nicht mal alle. Ihr habt doch kein Scharfschützengewehr, schießt mit einer. Ihr habt sie doch nicht mal alle. Ah, ich muss weg. Und ciao, ciao. So. Dass man damit überhaupt ein Flugzeug treffen kann. Ich weiß nicht, wenn, da muss das so ein Schnellfeuer-Ding sein. Würde ich mir jetzt einfach vorstellen. Wie das da, mit so einer Flak. Damit würde ich, glaube ich, mehr treffen als mit so einer riesigen fetten Flak. Junge. So. Danke. Ja, ich finde hier so Kopfschüsse. So muss man, wenn man schon den Krieg töten muss, dann so. Das ist wenig zu schnell und schmerzlos. Hä? Was? Hä? Ich bin ahnungslos. Ich würde sagen, wir gehen einfach geduckt mal hin. Ja, immer noch, ne? Aha. Ich wünschte, der wird nicht so extrem viel wackeln. Ah, da bist du ja. Gut. Irgendwann müsste das Gebäude eigentlich in die Luft fliegen. Ja, ihr werdet immer noch angegriffen. So, gleich kommen soll. Nachdem hier sollte eigentlich so ein Lastwagen kommen. Laut den Plänen, laut diesen streng geheimen Dokumenten, dürfte gleich so ein Lastwagen erscheinen. Der uns mitnehmen soll. Oder wir treffen uns dort. Ich hoffe, ich muss dafür nicht nochmal quer durch den Damm gehen. Das wäre ziemlich ätzend. Ich will hier durchgehen irgendwie. Oh, Leben. Ich bin noch nicht im Turbinenraum. Was? Treffen Sie sich am südlichen Ende des Damms mit Captain Price und dann kommen Sie. Oh Mann, dieses All Surround System hier, dieses Headset ist genial irgendwie. Klingt wirklich gut, als würde das hier direkt hinter mir explodieren. Also mal viele Kopfhörer haben das ja noch nicht so richtig. Oder ich hatte irgendwie noch nie einen richtigen Kopfhörer benutzt. Muss jetzt ernsthaft hier da durch wieder gehen, durch den ganzen Damm. Dafür brauche ich doch Ewigkeiten. Das ist so. Muss ich ernsthaft hier nochmal durchrennen? Ach, na schön. Wenigstens sieht der Damm noch schön aus, bevor wir ihn kaputt machen.
Aber das ist schon irgendwie eine miese Taktik. Und dann zerstören, damit sie die Industriegebiete überfluten. Eigentlich eine richtig... Eigentlich auch richtig schlau. Richtig fies und schlau ist das. Aber zumindest kriegt man ein klein wenig Einblick in die Schlachtpläne, wie das sowas sein könnte. Der ungerechteste Frieden ist immer noch besser als der gerechteste Krieg. Sicko, was? Der ungerechteste ist immer noch als der... Ja, stimmt eigentlich schon. Hi. Gut. Also zumindest... Ich komme mir nicht mehr zu Wort, ich habe schon vergessen, was ich gerade gesagt habe. Ältere Menschen erklären den Krieg. Doch es sind die Jungen, die kämpfen und sterben müssen. Herbert Hoffert. Zeit haben wir noch. Ha? Nimm das! Ich meine, nimm das! Mann. Und 5. Kompanie sofort zum Marktplatz. Der Feind hat die Garnison überrannt und zerstört die Transporter. Was? Tu ich doch gerade nicht. Sag mal, ich hab dich doch gerade gesehen da hinten, Mann. Oh, geh weg, Mann. Ich hänge ja fest irgendwie. Oh, ist das das, was ich denke? Nein. Ist es nicht. Also manchmal... Es ist hier kein Unterschied. Es ist MP40 gegen MP44. Was ist da der Unterschied so richtig? Das ist ja irgendwie dasselbe fast. Tut mir leid, wenn ich jedes Mal abspeichern muss. Aber hier könnte gleich... Da kommen wahrscheinlich gleich wieder welche. Ja, es ist schon klar. Ich zermetzle gerade eure ganze Armee hier in diesem Kampf. So, die sind abgelenkt. Und leben noch. Nehmt keine Gefangenen. Die sind vom britischen SAS. Nehmt keine Gefangenen. Wiederhole, keine Gefangenen. Die kommen aus Britannien. Eigentlich nicht, aber wir sind nur Amerikaner eigentlich. Die kommen von sonst woher. Nehmt bloß keine Gefangene. Ich sehe erbarmungslos ab, obwohl ihr keine Chance habt. Auch wenn er mich so ein. So 200 Mal killen tut. Ey, das müsst ihr mal vorstellen. Ich bin ein einzelner Mann, der so viele umhaut. Das ist so unglaubwürdig. Das würde. Wenn man sowas seinen Kindern erzählen würde. Ich habe alleine 2000 Männer besiegt. Das würde kein Mensch abkaufen. Und ich glaube, das ist auch so unrealistisch. Sag mal, redet der über unsere Freunde, die den Lastwagen klauen, oder über uns? Ich habe manchmal das Gefühl, also laut den Plänen, holen Captain Price und irgendein anderer Typ ein Lastwagen für unsere Flucht. Ich habe das Gefühl, der meint, also der... Dieser komische Typ, der die ganze Zeit die Ansagen ausspricht. Ich glaube, der meint auch manchmal ab und zu mal Captain Price, wie weit die fortgeschritten sind. Ich hätte nicht so viel Leben Gott. Der Krieg entscheidet nicht, wer recht hat, nur wer übrig bleibt. Bertrand Russell. Ich sehe dich. Ich hab dich gerade gesehen. So, wo kommen wir her? Von hier. Zweite und fünfte Kompanie sofort zum Parkplatz.
Der Feind hat die Garnison. Ah! Meine Fresse. Der Feind hat die Garnison. Oh Mann. Was ist mit euch los, ey? Der Feind hat die Garnison überrannt und zerstört. Ja. Nein. Ganz langsam. Habe ich ihn ernsthaft getroffen? Ah. So. Du kannst da nicht entkommen. Mist. Mist, 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 Mist. So. Ich glaube, das wäre jetzt richtig schlecht geworfen. Aber ich habe getroffen, irgendwie. Nein. Gott. Ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt. Ja, ich glaube, ich habe... Nein. Ah, ich habe nur einen erwischt. Aha, Nordfrankreich. Auf die gefallenen D-Days. Nein, da war ich nicht. Es gibt einen anderen Friedhof. Elfenwald. Wie Elfenbeinfriedhof oder Elfen, ja, irgendwie sowas hieß das. Mann, ich will nicht wissen, wo das nochmal war. Mann, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Glaube ich, aber es ist trotzdem ein Ort, wo man hingeht, Alter. Alter. Das ist doch nicht normal hier. Wie viele Gegner hier sind. Ich glaube, ich benenne die nicht immer nach Deutsche. Auch wenn das unser Hauptfeind hier sein wird. Und ich glaube, Russen auch noch. Britische SAS-Einheiten oder? Haben die Talsperre betreten. Nee, eigentlich nicht. Oder doch? Ich glaube, die Russen haben wir auch als Gegner. So, da wird jetzt irgendeiner... Nee, Gott. Nehmen wir das nochmal mit. British Kommandos. We have captured your commanding officer and secured the exit. You have no hope of escape. Give up now and we will spare the lives of you and your fellow soldiers. Die sind vom britischen SAS. Okay. Da hätte man was auf Englisch gesagt. Keine Gefangenen. Keine Gefangenen. Oh, warte mal, da war ich doch. Egal. Keine Gefangenen. Junge, Junge, Junge. Man kann es aber auch echt übertreiben. Das hast du erst jetzt bemerkt, dass wir angegriffen werden. Mir fehlt die Kampfmusik, ehrlich gesagt, ein bisschen. Hi. Nein. Ah, da. Oh Gott. So zimperlich wie ich bin, wäre ich nie was für einen Krieg geeignet. Au. Oh. Du Arsch. Du. Ach. Alter. Man kann es übertreiben irgendwie. Wir leben in einer Welt der nuklearen Giganten und ethnischen Kleinkindern. Wir wissen mehr über den Krieg als über den Frieden. Mehr über das Toten als über das Leben. General Omar Bradley. Ja, irgendwie stimmt das schon. Wir wissen wirklich mehr über das Toten als über das Leben selber. Irgendwie stimmt das. Sonst wird man keine Nuklearwaffen bauen, nur um das mächtigste Land zu sein, das einfach die Macht hat, irgendwie alles kaputt zu machen. Ach, da unten bist du. Das ist doch hier unfassbar. Glaubt nicht, ihr hättet Millionen Feinde. Euer einziger Feind heißt Krieg. Erich Kästner. So, wo ist er jetzt hin? Ach da. Nein. Ach Mann. Was für eine Reaktionsgeschwindigkeit hat der? Und wieso kann er so gut zielen? So, jetzt kommt der. Ja. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Los. Man, ab und zu mal will ich mich erschrecke. Oder wenn ich. Ja, kurz Zeit, wenn ich so angespannt bin, dann schreie ich immer so Wörter in den Raum. Was manchmal irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Da. Seht ihr? Hi. Die Verbindung zu den Einheiten unten an der Talsperre ist abgeschnitten. Leutnant Graf, stellen Sie mit Ihrem Trupp die Verbindung wieder her. Sag mal, das wiederholst du die ganze Zeit, weißt du? Gute Wahl. Schau die Wand an.
Da steht ein Gegner, der gerade den Kumpel erschossen hatte und du schaust in die Wand. Da. Das ist natürlich intelligent. Gott. Gott. Wie viel Zeit haben wir noch? Drei Minuten. Ich hab's doch fast geschafft aus dem Bunker. Ich muss nur langsam raus. Ich brauche nur dringend Leben, das ist das Problem gerade. So, hier könnten noch welche sein, die unser Weg nach draußen behindern möchten. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Wir kämpfen uns quasi quer hier rein und wieder raus. Waren hier eigentlich noch Leben? Nein. Okay, Kavi, jetzt dürfen keine Gegner mehr vorkommen. Sagte der, bevor er starb. Ja. Na gut. Bevor wir aber weitergehen, verlasse ich euch mit diesen Worten. Der ungerechteste Frieden ist immer noch besser als der gerechteste Krieg. Das ich eigentlich schon am Anfang des Part schon mal gesagt habe. Aber egal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gebt ein Like und einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bei Call of Duty. Ade.